In den 30er Jahren gab es viele Menschen, die Hitler begeistert folgten, die ihm überzeugt zur Macht verhalfen. Wie konnte es dazu kommen? 68 Millionen, unfassbarer Erfolg! Diese 68 Millionen sind unser Auftraggeber! Das Volk allein ist unser Herr! Deutschland, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! In seinem Buch Mein Kampf schrieb Hitler über die Kunst der Propaganda. Nach meinem Eintritt in die Deutsche Arbeiterpartei übernahm ich sofort die Leitung der Propaganda. Ich hielt dieses Fach für das augenblicklich weitaus Wichtigste. Es galt ja zunächst weniger, sich den Kopf über organisatorische Fragen zu zerbrechen, als die Idee selbst einer größeren Zahl von Menschen zu vermitteln. Die Propaganda musste der Organisation weit voraneilen und dieser erst das zu bearbeitende Menschenmaterial gewinnen. Propaganda, geschickt und bedenkenlos gebraucht, brachte Hitler zur Macht und half ihm 12 Jahre lang bei der Beherrschung Deutschlands. Schon als er den Kampf um die Macht begann, benutzte er moderne Mittel der Massenbeeinflussung. Zeitungen, Plakate, Aufmärsche, Kundgebungen, Abzeichen und Symbole, gipfelnd in der Person Hitlers selbst. Die Massenaufmärsche und Kundgebungen gaben den meisten Teilnehmern und Zuschauern das begeisternde Gefühl der Ordnung und Stärke. Gesprochenen Wort, in der Rede sah Hitler das stärkste Mittel, die Massen auf großen Kundgebungen für sich zu gewinnen. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, solange es in Deutschland ein politisches ist nun nie aus allen Ruben und allen Ständen, allen Lebensstellungen, allen Herkünften eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. Sie können uns unterdrücken, sie können uns meinetwegen töten, kapitulieren werden wir nicht. Wir wollen mit niemandem händeln in der Welt. Allein die andere Welt, die wird nur dazu bereit sein, wenn sie sieht, dass sie mit einem Volk geschlossen in einer Einheit zusammengefasst zu rechnen hat. Nämlich die Erkenntnis, dass man den Folgen dieses Verbrechens nur dann wird begegnen können, wenn man aus den Seelen der Vergangenheit lernen will und aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen. Und wie so oft in sturmbewegten Zeiten von dieser Stelle aus der Ruf für die Bewegung und für den Führer erklang, so auch heute. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und ihr Führer, sie heil! Sie heil! Sie heil! Hitler wusste, was die Leute gern hören wollten. Er versprach allen alles, ohne sich festzulegen. Die Gunst der Massen sollte ihn zur Macht bringen. Deshalb versprach er den Bauern höhere Preise für ihre Erzeugnisse, den Verbrauchern aber billigere Lebensmittel. Den kleineren Geschäftsleuten versprach er die Abschaffung der Warenhäuser. Den Unternehmern versprach er Schutz vor den Gewerkschaften.
den Arbeitern aber höhere Löhne. Er versprach den Arbeitslosen wieder Arbeit und Brot. Das Ziel ist uns gesetzt. Deutsche Arbeiter, fangen an! In einer unruhigen Zeit versprach er, Ruhe und Ordnung zu schaffen. Hitler versprach, Deutschland wieder zur Großmacht zu erheben durch eine starke Wehrmacht. Es kam Hitler nicht auf die Wahrheit, sondern allein auf die Wirkung an. Die Aufgabe der Propaganda ist zum Beispiel nicht ein Abwägen der verschiedenen Rechte, sondern das ausschließliche Betonen des einen eben durch sie zu Vertretenden. Sie hat nicht objektiv auch die Wahrheit, soweit sie den anderen günstig ist, zu erforschen, um sie dann der Masse in doktrinärer Aufrichtigkeit vorzusetzen, sondern ununterbrochen der eigenen zu dienen. Wahrheit war, was die Partei als solche ausgab. Recht war, was ihrer Herrschaft nützte. Hitlers Propaganda arbeitete nach einfachen Regeln. Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt. Das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen vermag. So ließ er immer wieder behaupten, gut ist alles Deutsche. Die Deutschen gehören zur besten Rasse, der arischen Rasse. Die arische Rasse ist zur Herrschaft berufen. Auf Bildern stellte man Hitlers Anhänger als deutsche Edelmenschen dar. Juden aber wurden als schlecht und minderwertig karikiert. Denn die Juden, sagte Hitler, sind Parasiten, die auf Kosten anderer Völker leben. Sie vergiften das Blut, sie zersetzen die Kultur aller Völker. Viele Deutsche konnten sich nach dem verlorenen Weltkrieg und dem Übergang zu neuen Lebensformen nicht zurechtfinden. Für alle Nöte und Rätsel des Lebens fand Hitler die Erklärung: Die Juden sind schuld. Alles, was die Nationalsozialisten bekämpfen wollten, wurde als jüdisch bezeichnet. Der jüdische Bolschewismus, der jüdische Kapitalismus, die jüdische Demokratie, die jüdische Republik und so weiter. Immer wurden Juden als Verschwörer und Drahtzieher angeklagt. Der Jude wurde der Sündenbock für alles Unglück. Die ständige Wiederholung dieser primitiven Thesen wirkte fürchterlich. Denn Hitler lehrte über die Technik der Propaganda. Aber alle Genialität der Aufmachung der Propaganda wird zu keinem Erfolg führen, wenn nicht ein fundamentaler Grundsatz immer gleich scharf berücksichtigt wird. Sie hat sich auf wenig zu beschränken und dieses ewig zu wiederholen. Die Beharrlichkeit ist hier wie bei so vielem auf der Welt die erste und wichtigste Voraussetzung zum Erfolg. Die Massen sollten nicht denken und verstehen, sondern sie sollten fühlen und blind glauben. Diesem Glauben diente ein neuer Kult, der religiöse Formen und Symbole missbrauchte. Horst Hoffmann! Werner Dölle! Albert Leo Schlageter! Fritz Gröber, Harry Andersen,
Oskar Körner. Hans-Erich Rittmer. Andreas Bauriede. Lorenz Stransky. Das Volk ist in seiner überwiegenden Mehrheit so feminin veranlagt und eingestellt, dass weniger nüchterne Überlegung als vielmehr gefühlsmäßige Empfindung sein Denken und Handeln bestimmt. Eine nationalsozialistische Sonnenwendfeier. Viele erlagen dieser Propaganda umso leichter, weil sie wirkliche Werte und echte Ideale zu Schlagwörtern umfälschte. Man verherrlichte die Volksgemeinschaft. Man pries die enge Verbindung zwischen dem Volk und seinen Führern. Die deutsche Geschichte wurde zur Vorgeschichte des Dritten Reiches verfälscht. Die großen Deutschen galten als Vorläufer und Wegbereiter des allergrößten Deutschen, des Führers Adolf Hitler. Hitler mit einer Truppenfahne Friedrichs des Großen. Feldmarschall des Kaisers legt dem Gefreiten das Erbe des Reiches in die Hände. Hitler erklärte: Deutsches Volk, vergiss 14 Jahre des Verfalls, hebe dich hervor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte. Am 21. März 1933 beanspruchte Hitler in einem feierlichen Staatsakt in der Potsdamer Garnisonkirche das Erbe preußisch-soldatischer Tradition für sein Regime. Hitler, so sagte man, setzt als großer Führer große deutsche Geschichte fort. Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber dass die Partei weiterleben wird, das weiß ich. Und dass über alle Personen, über Schwache und Starke hinweg, die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird, das glaube ich und das weiß ich. Seine Entschiedenheit, sein kraftvolles Auftreten, sein Fanatismus rissen viele Menschen schon vor 1933 mit. Erhebt die Hände und ruft mit mir die Bewegung und unser Führer Siegheil! In vollendeter Massenregie schuf die nationalsozialistische Propaganda einen neuen Kult mit festlichen Bräuchen. Dieser Kult gipfelte immer wieder in der Verherrlichung des einmaligen Führers. Einmal war Hitler der Übermensch. Zugleich aber betonte die Propaganda, er kam aus dem einfachen Volke. Er ist ein Mensch wie du und ich und er liebt, was wir alle lieben. Sein schönes Heim in den Bergen, die Tiere,
die Jugend und das ganze deutsche Volk. Alles schien der Führer zu wissen. Alles wurde klar und einfach, wie er es sagte, wie er es anpackte. Viele verehrten ihn leidenschaftlich und die Liebe eines ganzen Volkes schien ihn zu tragen. Der Riesenapparat der Massenpartei und ab 1933 ein eigenes Reichsministerium standen dauernd im Dienst der Massenlenkung. Auf Straßen und Plätzen, in den Wohnungen und in den Verkehrsmitteln, im Beruf und in der Freizeit. Die Propaganda war immer tätig. Ihr dienten Zeitungen, Plakate und Bücher, Rundfunk und Film. Immer neue Mittel der politischen Verführung wurden entwickelt. Immer wieder rief man zu Aufmärschen und Versammlungen. Immer wieder erregten fanatische Reden das Volk. Diese Propagandamittel verhalfen Hitler zur Macht über Deutschland. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals lachten, heute auch noch lachen.